Ihr habt ja in den letzten Tagen, Wochen spekuliert, wie die Zukunft von Borussia Mönchengladbach und die Zukunft von Adi Hütter ausschaut. Und wir haben nach guten Gesprächen sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir uns einvernehmlich trennen, dass wir jeder Einzelne seinen Weg gehen wird und das heute war mein letztes Spiel. Die finale Entscheidung haben wir dann schlussendlich gestern mehr oder weniger schon getroffen gehabt. Also ich habe es vor dem heutigen Spiel gewusst. Würden Sie rückblickend sagen, das wird ja sicher auch Thema in Ihrer Analyse gewesen sein, dass Sie vielleicht gar nicht unter den Voraussetzungen angefangen haben, unter denen Sie dachten anzufangen. Es sollten ja Spieler verkauft werden. Sie sollten dann sicherlich ein Budget bekommen, um auch andere Spieler zu verpflichten. Also hat es deswegen auch von Anfang an irgendwie nicht so gepasst? Ja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ja. Die Gespräche, die, sage ich mal, knapp vor einem Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, stattgefunden haben, wo die vollste Überzeugung auch da war, diese Entscheidung zu treffen, zu Borussia Mönchengladbach zu kommen. Und war auch voller Energie, voller Power, weil ja Max und ich insofern gute Gespräche gehabt haben, um auch schlussendlich den Kader irgendwo zu verändern, frisches Blut reinzubringen. Wir wissen ja alle, dass dann viele Dinge nicht so funktioniert haben, ohne jetzt da irgendjemand irgendwas anzupinkeln oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, manchmal, man muss auch dazu sagen, wir haben Corona. Wie gesagt, mir haben die hohen Niederlagen so wehgetan, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein mit dieser Mannschaft. Aber ich glaube, grundsätzlich ist eine gute Basis da. Wie gesagt, ist ja mehr oder weniger gestern Abend in diese Richtung auch gegangen, dass wir getrennte Wege gehen. Und deswegen war ich auch kurz nach Schlusspfiff, dann mit der Mannschaft, dann noch in der Kabine, wollte es, bevor ich zu euch gehe, Ihnen natürlich zuerst mitteilen. Und Markus kann das ja vielleicht dann auch bestätigen. Es war dann Standing Ovation, die Jungs sind alle aufgestanden, haben geklatscht. Es tut dann nochmal richtig weh, muss man auch dazu sagen. Und dann merkt man auch, dass vielleicht nicht alles verkehrt war und war sicher ein emotionaler Moment, der unter die Haut geht. Und ja, werde ich auch so in der Form sehr, sehr gerne mitnehmen.